Liebe Brüder und Schwestern, bei jedem Gottesdienst beten wir im Vater unser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben, all jenen, die an uns schuldig geworden sind. Ja, wie selbstverständlich beten wir das, aber oft mit viel Gedankenlosigkeit. Ja, wir erbitten von Gott, unserem Vater, die Vergebung unserer Sünden, und oft sind wir nicht bereit, einander zu verzeihen, einander zu vergeben. Manchmal wird uns das gar nicht bewusst, dass wir einen Vorwurf im Herzen tragen, vielleicht sogar einen Groll gegen unseren Mitmenschen, einen Bruder, eine Schwester, gegen irgendjemanden, der uns beleidigt hat, der uns Unrecht angetan hat. Aber der Herr ermahnt uns, gerade heute, durch dieses Evangelium aus ganzem Herzen zu verzeihen. Und er schenkt uns dieses eindrucksvolle Gleichnis von diesem großzügigen König, der seinem Diener alle Schuld erlässt. 10.000 Talente. Ich habe nachgeschaut, wie viel das ungefähr heutzutage sein muss. Man könnte es ins Verhältnis setzen zu 50 Millionen Euro zu 100 Euro. Ja, ein Verhältnis von 100 zu 50 Millionen. Ja, welcher Mensch könnte eine so große Schuld überhaupt zurückzahlen? Wer wäre fähig dazu? Ja, und der Diener erfleht: Ja, Herr, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Vielleicht ist diesem Diener auch gar nicht bewusst, was für eine Summe das ist, was für eine Schuld er da begleichen muss. Der Tageslohn eines Arbeiters zur Zeit Jesu betrug einen Denar. Und ein Talent sind ungefähr 6.000 Denare. Das heißt, für ein Talent müsste man ja mindestens 15 Jahre lang tagtäglich arbeiten, um das zu verdienen. Und die Jahreseinkünfte von Herodes dem Großen betrugen ungefähr 900 Talente. Ja, und dieser Schuldner erschuldet 10.000. Unfassbar. Und dieser König, der ja ein Bild ist für unseren Vater im Himmel, er erlässt die Schuld, er ist großzügig, er vergibt alles. Wie unfassbar ist diese Güte Gottes, dieses Erbarmen Gottes mit uns. Aber wir könnten fragen: Haben wir wirklich so große Schulden? Sind wir wirklich so große Sünder? Ja, wir alle sind Sünder, wir alle sind schuldig. Und umso mehr man Christus kennenlernt, umso mehr man ja diese Liebe Gottes zu spüren bekommt, umso mehr man sich vertieft in dieses Geheimnis Gottes, ja, in dieses Geheimnis Jesu Christi, in dem die Liebe des Vaters zu uns offenbar wird, umso mehr wird einem bewusst, wie groß ja die Schuld ist, weil wir so einen Mangel an Liebe in uns haben, an Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Uns ist gar nicht bewusst, was wir eigentlich durch unsere Sündhaftigkeit, ja, durch unsere ererbte Schuld, durch die Erbschuld auch verloren haben. Diese tiefe Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater, diese ungetrübte Gemeinschaft in Liebe, in Wahrheit. Gott erlässt alle Schuld. Und das wird uns sichtbar und bewusst in seinem Sohn, in Jesus, der für uns Mensch geworden ist. Jesus, er betet sogar noch oben am Kreuz:
in dieser äußersten Qual, in diesen unmenschlichen Schmerzen, die wir ja gar nicht begreifen, nicht fassen können. Er betet: der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welcher Mensch wäre dazu fähig? Ist nicht das schon allein ein Zeugnis dafür, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist? Welcher Mensch könnte da noch beten: vergib, verzeih? Das kann nur Gott allein. Und Gott verzeiht. So dürfen wir aufatmen. Er vergibt uns, er vergibt der ganzen Welt, all jenen Menschen, die Schuld auf sich geladen haben. Herr Jesus, er sühnt durch sein Kreuzesopfer die Schuld, die Sünden der ganzen Welt, er tilgt die Schuld der ganzen Menschheit. Aber es ist auch notwendig, dass wir mit gläubigem Herzen zum Herrn kommen, zu dieser Quelle des Erbarmens und um Vergebung bitten. Ja, diese Vergebung für uns, für die ganze Welt erflehen im Gebet. Wir sollen uns mit dem Opfer Christi vereinigen, verbinden, so wie es auch Maria, die Gottesmutter, getan hat. Wir haben ja in dieser Woche das Fest Kreuzerhöhung und den Gedenktag der Schmerzen Mariens gefeiert. Maria, sie stand unter dem Kreuz Jesu, unter dem Kreuz des Herrn, und hat mit ihm mitgelitten wie kein anderer Mensch. Nur sie war fähig, ja, dieses Leiden mitzutragen und mit sich mit Jesus im Gebet, im Opfer zu verbinden, zu verzeihen, zu vergeben. Weil sie frei war von jeder Schuld, von dem Makel der Erbsünde, konnte sie verzeihen. Sie, die als Mutter mit ansehen musste, wie ihr Sohn diesen qualvollen Tod erlitten hat. Wie viel leiden Eltern, Mütter, Väter auch heute um ihre Kinder? Und wie weh tut das, wenn man sehen muss, wie ein Kind leidet, wie ein Kind einfach vielleicht auch falsche Wege geht? Oder wenn ein Kind krank ist, wie sehr leiden da die Eltern mit? Wie sehr muss Maria mit Jesus mitgelitten haben? Auch das können wir gar nicht fassen, nicht begreifen. Und auch sie hat mit Jesus gebetet: verzeih ihnen. Auch sie hat verziehen, vergeben. Welch eine unfassbare Liebe wird auch an Maria sichtbar. Liebe zu Gott und zu uns. So sollen auch wir das Beispiel Jesu nachahmen, wie Maria, wie die Heiligen. Gerade die heiligen Märtyrer, sie haben im Sterben verziehen, ihren Mördern vergeben. Auch an ihnen wird diese unermessliche Liebe Gottes sichtbar, von der sie erfüllt waren. So wollen wir jetzt auch beten, dass der Herr auch uns die Kraft schenkt, einander zu verzeihen, das Unrecht zu vergeben, ja, diese hundert Denare nachzulassen, nicht kleinlich zu sein, sondern diese Großzügigkeit Gottes nachzuahmen, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Dann empfangen auch wir neues Leben. Dann nimmt der Herr die Last auch von uns, die uns manchmal so niederdrückt. Dann können auch wir im Frieden sein. Dann erfüllt der Herr uns mit seiner göttlichen Freude. Dann wird uns eine neue Freiheit geschenkt. Ja, dann werden wir erfüllt mit dem Reich Gottes, mit dem Reich Jesu Christi. Dann ist er ganz in uns wirksam und wir verbinden uns immer stärker mit ihm durch den Heiligen Geist. Ja, möge der Geist Gottes uns stärken, dass wir wirklich aus ganzem Herzen verzeihen können, dass er allen Groll und vielleicht manche Bitterkeit, die in uns ist, hinwegnimmt, dass er die inneren Wunden heilt, die uns zugefügt worden sind, aber dass er auch jene Wunden heilt, die wir anderen zugefügt haben.
Und gerade im Bußsakrament, in der Beichte, empfangen wir ja diese Fülle des Heils, der Vergebung, diese Gnade, die der Herr uns erworben hat in seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Dann werden wir neu erfüllt vom Geist der Liebe, des Friedens, der Freude. Dann können auch wir Zeugen sein für das Erbarmen des Vaters, das er uns schenkt in seinem Sohn Jesus. Jetzt und immer dann, wenn wir vertrauensvoll den Herrn um sein Erbarmen, um seine Hilfe bitten. Amen.